Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Sind noch alle aufgeheilt, alles klar. War ich... Ja, hier war ich drin. Ach stimmt, in der Kabine war ich auch, ne? Genau. Stimmt, wir sind ja momentan immer noch auf dem Boot, auf der MS Anne. Unterwegs. Hier war ich aber noch nicht, ne? Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Okay. Sind ja schon leise. Okay, gehen wir in die Küche. Vielleicht gibt's hier was zu futtern. Hallo. Aus dem Weg. Du Leichtmatrose, wir sind schwer beschäftigt. Okay. Oh, Item. Superball. Warum habt ihr einfach einen Superball in eurer Küche rumliegen? Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Currywurst. Wie kommt eine solche Banalität auf die Karte? Das dachte ich mir auch gerade. Im Abfall einer Eimer habe ich eine merkwürdige Beere gesehen. Ich frage mich, was das genau war. Ah. Es gibt viel zu viel zu tun. Nie kann man sich ausruhen. Hm. Eine Pilsefbeere. Ist das in dem... Übergibt er sich da gerade? Das habe ich nur verbrochen. Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Oh, nee, okay. Amrena-Beere, okay. Hallo. Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag. Und Maronbeere. Cool. Ja, ich muss immer die Zwiebeln schälen. Oh, armes Tucki. Da gibt's einen Trick übrigens beim Zwiebeln schälen. Irgendwie, wie war das? Ich glaube, dieses luxuriöse Traumschiff fährt, achso, haben wir schon. Solange man nicht auf die Zwiebel raufdrückt beim Schneiden, sondern wirklich nur schneidet, also so gesehen sägt, ohne Druck auszuüben, kommt die Flüssigkeit nicht aus der Zwiebel raus. Und... Hey, wie wäre es mit einem Tänzchen? Nee. Und die Flüssigkeit ist nämlich der Stoff, der verursacht, dass man weinen muss oder dass einem die Tränen kommen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, so kann man diesen Heulschritt umgehen, nach einer Zeit oder so. Also wenn man es richtig macht. Ich habe es bisher auch noch nicht richtig gemacht. Naja. Smetbo reicht Level 25, Leute. Das ist schön. Eigentlich könnten wir jetzt erstmal alle anderen Pokémon ein bisschen trainieren. Tauboga zum Beispiel muss auch hart trainiert werden, weil in der Elektro-Arena zum Beispiel nützt Tauboga gar nichts. Deswegen könnten wir hier ein bisschen Tauboga auch noch trainieren auf Level... ups, Windstoß. 21 kommt es jetzt auf jeden Fall schon mal. Wow, du machst keinen Damage, Tauboga. Ja, Ruckzucki. Komm. Yes! Wow. Also, Tauboga, dein Damage ist echt... Ne? Nicht so vorhanden. Du brauchst echt Training. Kacke, ey. Wie lange bist du denn verwirrt? Schon die dritte Runde. Und schon wieder... Oh! Ich hasse Verwirrung. Ich hasse Verwirrung. Oh, danke. Okay. Ist nicht mehr verwirrt, immerhin. Wenn er jetzt wieder Superschall einsetzt, ne, dann flippe ich aus. Okay, Panzerschutz. Das ist okay. Ich weiß gar nicht, was war Windstoß für eine Attacke? Eigentlich ja speziell, oder? Ich weiß es nicht genau. Eisbär. Oh, jetzt brauchen wir Glück. Dass es nur höchstens dreimal trifft. Okay. So, ein Windstoß dürfte das Muschas jetzt besiegen. Hoffentlich, Alter. Wenn nicht, dann flippe ich aus. Okay. Und Tauboga dürfte Level 21 sein. Ja, nice. Er lernt leider noch nichts. Ich bin beeindruckt. Danke. So, ich glaube, dann geben wir mal Tauboga einen Supertrank. Und trainieren jetzt noch ein wenig Tauboga weiter. So, Tauboga. Ach Gottchen, ey. Hallo. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Okay. Hallo? Oh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, wenn du nur hin und her läufst. Den gleichen Weg. Dann müsstest du langsam auch mal irgendwie woanders hinlaufen. Oh, ich fühle mich elend. In der frischen Luft fühle ich mich besser. Ja, frische Luft auf einem Schiff ist immer schön. Finde ich. Als in der Kabine zu hocken. So wie
dieser hier. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Oh, das ist Relaxo, Leute. Dem werden wir auch noch begegnen. Ich glaube, dreimal oder zweimal. Ich weiß es nicht genau. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Oh, nee. Ich glaube, nee, zweimal, oder? Ich glaube, zwei oder dreimal. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Aber irgendwie so in dem Dreh. Goldini dürfte aber eigentlich kein Problem für... Oh. Warum hat denn jedes Pokémon Superschall? Leute! Also jetzt mal im Ernte. Das regt gerade ein bisschen auf. Das geht mir voll auf den Sack, dieses Superschall und Konfusstrahl und so, ey. Boah! Okay, immerhin ist Tauboga diesmal stark. Und kann sich dem entgegensetzen. Der Verwirrung. Eieieiei. Aber jetzt einmal kommen. Ja, ich wusste es. Ich hasse es. Ich frag mich immer, warum... Die vierte Runde verwirrt? Was? Es geht? Ich dachte, es ist maximal 3. Okay. Ich frage mich immer, warum so Boden-Pokémon und Wasser-Pokémon. Boden-Pokémon leben Sula und Wasser-Pokémon Nassmacher können. Obwohl die halt sowieso schon stark gegen Feuer und halt Elektro und so sind. Ich meine, Elektro-Attacken haben ja nicht mal eine Wirkung auf Boden. Und trotzdem können Boden-Pokémon, alle Boden-Pokémon irgendwie, also so auch Boden-Wasser-Pokémon, sowas wie. Generation 3, 4, meine ich, also Diamant und Perl und so, schallelos. Das ist ja Bodenwasser und das kann halt einfach Lehmsula. Wo ich mir so denke, okay, warum? Ist doch voll unnötig. Aber gut. Vielleicht halt, wenn man es ins Team aufnehmen will und dann halt, okay, das war's für mich, tschüss. Noch irgendwie, weiß nicht, Flug-Pokémon hat oder so, um die Elektroattacken zu schwächen, keine Ahnung. Der Wettstreit mit der Jugend, hält mich jung. Okay. Das glaube ich. Doch, das glaube ich dir sogar. Ja, vielleicht wenn man halt noch ein Flug-Pokémon oder so als Teammitglied hat. Ansonsten noch so Pokémon, die halt schwach gegen. Oder. Ja, schwach gegen. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Schwach gegen Elektro sind, so. Alter. Das war Damage. Dann kann ich es verstehen, aber ansonsten, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich es komisch. Nidorino gräbt sich ein. Donnerwelle. Gut, daneben. Zum Glück ist Nidorino nicht paralysiert. Aber sogar ein One-Shot. What? Okay. Und Tauboga dürfte... Tauboga. Ach komm. Als ob er jetzt doch paralysiert ist. Tauboga dürfte 22 sein. Genau, schön. Sehr, sehr schön. Ah, da fühlt man sich gleich wieder jünger. Wow, Alter, diese Gentlemen geben immer so viel Geld, ne? Das ist übel gut. Sollte mehr davon geben. Hier ist noch einer. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Oh. Pokémon können Büsche mit dem Schneider zu klein hacken. Ach, vergiss nicht, der Schneider ist eine VM. Wer sie einmal gelernt hat, kann sie nicht einfach vergessen. Stimmt, dafür brauchen wir den Attackenverlerner. Und Trainer. Komme ich gleich noch an den Pokéball? Ich weiß es nicht. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Ja, das ist mir eigentlich egal. Ein Fukano hat er, okay. Ja, ich glaube, da benutzen wir auch weiterhin Tauboga. Wir könnten jetzt zu Shillock wechseln. Bei Shillock war ja auch noch ein bisschen Training. Ich will halt erstmal auf Level 25 eigentlich so bringen. Ganz gerne. Ich denke Level 25... Okay, könnte nicht unbedingt für Nidorino drin sein. Ach komm, ich habe gerade gewechselt. Mann. Aber okay, dann kriegen jedenfalls die drei... Leute, ich bin... Was? Nidorino ist trotz Paralyse schneller als Fukano. Oder ist Brüller immer Zweitangriff? Nee, ne? Nee. Doch, wie es aussieht... Ach komm. Das war jetzt unfair. Ach komm. Komm schon. Ich will angreifen.
Bitte. Danke. Und jetzt bitte funktionier auch, okay? Sei nicht gleich wieder paralysiert. Das wäre echt unfair. Danke. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Alle 109. Bonita, das ist für Shillock eine Aufgabe. Weil Nidorino ist noch paralysiert und... Ja, also ich weiß noch nicht, ob Nidorino Level 25 kommen könnte, während er in der Arena trainiert wird von uns. Ich glaube nicht wirklich, aber auf jeden Fall 23, 24 vielleicht so. Obwohl der Arena-Leiter gibt halt immer ganz gute Erfahrungspunkte, also seine Pokémon geben immer ganz gute Erfahrungspunkte. Deswegen könnte das eigentlich doch funktionieren. Ich weiß es nicht genau. Werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall ist Shillock schon mal Level 24. Sehr schön. Ich zieh meinen Hut vor dir, wow! Danke, danke. Danke, danke. Hä, wo warst du, als die Party lief? Ja, ich war noch nicht da. Musste mich noch ein bisschen... Ja, durchschlagen. Durch ganz viele Trainer und so. Ist ein bisschen doof gelaufen. Oh. Komm, ruckzucki. Ja, ist okay. Rutenschlag. Oh. Alles klar, ich halte ja nicht so viel von solchen passiven Attacken, ne? So Rutenschlag oder Heuler oder so. Oder, weiß nicht. Also so Attacken. Oh, okay. Pikachu. Oh, wir müssen Nidorino versuchen. Solche Attacken wie Sandwirbel oder so, Rauchwolke, sowas finde ich gut, weil die Genauigkeit senken ist praktischer. Finde ich, als sowas wie halt Silberblick oder Rutenschlag oder Kreideschrei oder so. Ich weiß nicht. Würde ich halt eh nie einsetzen. Gut, Sandwirbel und so setze ich auch kaum ein. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin im Nachteil, dann ist so ein Sandwirbel zum Beispiel um einiges effektiver, als einfach nur die Verteidigung oder den Angriff zu senken bei dem Pokémon. Finde ich. Weiß nicht. Hornattacke. Das ist das, was ich wollte, Leute. Das ist die Attacke, die auf die ich gewartet habe. Giftstachel. Geht weg. Und jetzt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir Nidorino entwickeln könnten. Zu Nidoking. Weil es halt auch nicht mehr so geile Attacken jetzt lernt als Nidorino. Zumindest nicht so wirklich berauschendes, sag ich mal. Ich kann noch mal kurz nachgucken. Einen Moment, dann könnten wir gleich vielleicht entwickeln. Wo bin ich? Hier, Nidorino. Mit Level 22 erlernt er halt, wie ihr gerade gesehen habt, Hornattacke. Dann noch später rechte Hand, Furienschlag, Schmeichler und Hornbohrer. Hornbohrer wäre halt krass noch. Aber ich weiß, dass ich halt nicht riskieren würde, zu erlernen zu lassen. Deswegen können wir jetzt eigentlich schon Nidoking entwickeln, Leute. Und er wird halt mit Level... Oh, der wird mit Level 22 gleich sogar noch Fuchtler erlernen. Aber das würde ich nicht einsetzen. Das würde ich nicht verlernen für Hornattacke. Und danach lernt er mit Level 43 noch eine schöne Attacke, die dann später für Hornattacke draufgehen wird, schätze ich mal. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben, welche Attacken meine Pokémon später haben sollen. Und... Wo habe ich denn? Was mache ich denn? TM. Warum? Wir haben noch einen Mondstein, oder nicht? Da ist er, der Mondstein, Leute. Nidorino, bist du bereit, dich zu entwickeln? Bats! Mondstein wurde bei Nidorino verwendet. Hey, Nidorino entwickelt sich. Oh yeah. Glückwunsch, der Nidorino wurde zu Nidoking. Nidoking versucht Fuchtler zu erlernen. Habe ich ja gerade gesagt, aber nein. Fuchtler ist mir da... Es ist mir zu doof, um ehrlich zu sein. Bin ich nicht so der Fan von. Haben wir nicht eine... Wir haben doch Beeren, ne? Beerentüte. Hier, Amrena-Beere ist doch Paralyse. Ich weiß nicht, ob wir Paraheiler haben, deswegen... War aber auch gerade ein bisschen unnötig zu usen, ne? Merke ich gerade. Wir könnten uns ja einfach heilen gehen. Naja. Mein Papa war in der Safari-Zone. Es war aufregend.
Hast du die Safari-Zone in Fuchsania schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Ah, gut zu wissen. Und es gibt da auch eine sehr, sehr schöne Attacke zu holen. Hallo. Der Kapitän war kreidebleich. Es sah schlecht aus. Oh. Viele Leute werden leicht seekrank. Das ist nicht gut. Okay, ich geh mal eben Pokémon heilen. Nein, weil die Arena wäre echt unnötig zu usen, aber naja, okay. Dann ist das halt so. So, es war die Kabine, ne? Ja. Ah, ne, das war nicht die. War das die Kabine? Nein. Verdammt, welche Kabine war das? Ja, das war die von dem alten Mann, glaube ich. Die Kabine war's. Hallo. Ja, ich würde mich gerne ausruhen. Hoffentlich nicht zu lange, damit ich nicht das Boot einfach mit mir wegfährt. Ich will nämlich eigentlich nicht mit dem Boot fahren. Um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das Boot wird nicht wegfahren, solange es dem Kapitän nicht gut geht. Und wenn das stimmt, was die Frau da drin sagte, geht es ihm momentan ein bisschen schlecht. Aber naja, oh. Gary. Also, Fragezeichen. Sieh an, Lucia. Lucia. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Lucia, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Was? Alter. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuche dein Glück in hohem Gras. Oh, okay. Mach ich. Oh, wir müssen noch gleich den Pokédex-Eintrag von Nidoking durchlesen. Rivale, ersetzt Tauboga ein. Tauboga gegen Tauboga. Unser Tauboga ist 3 Level höher. Rotzuki! Ja. Nochmal! Einfach weiterhin. Weiterhin Rotzuki. Einfach böllern. So viel mehr Damage macht Windstoß nun auch nicht, ne? Irgendwie. Naja. So, er dürfte doch auch. Er dürfte schon Bisaknosp haben, oder? Ich schätze schon. Radikal. Ja, komm. Würde ich sagen, Nidoking mit seinem schönen Doppelkick. Nidoking, dein erster Auftritt. Oh yeah. Doppelkick! Boah, der Damage, Alter. Schön. Schön. Gute Erfahrungspunkte. Kadabra, dann kommt jetzt Shilock. Du bist dran. Du machst das Kadabra mit deinem Biss fertig. Oh. Warum ist es schneller? Ist es schneller? Mano. Alter. Alter. Noch ein Biss, komm. Einfach. Setz das jetzt trotzdem noch ein? Ach, als ob. Ach, oh, komm, als ob. Das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Egal. Luba läuft auch regeln, schätze ich. Ja, easy. Easy. 500 Erfahrungspunkte, Alter. Bisaknosp. Tauboga, das ist ein Job für dich. Dein Windstoß wird das Bisaknosp in Grund und Boden wirbeln. Glaube ich. Oder so. Ja, 2 Windstoß und das Bisaknosp ist besiegt. Okay. Oh, zum Glück ging Schlafpuder daneben, ey. Uiuiui. Und er wurde besiegt. 603 Erfahrungspunkte, das ist schön. Tauboga Level 23, sehr geil. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, das mache ich. Ja, er soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Hau rein. So. Gucken wir mal. Wir haben gefangen 17. Wow. Und er hat schon 40, Alter. Jo. Ja gut, wir haben Radfratz und so nicht gefangen. Da hätten wir alles machen können. So, wo ist Nidoking? Ja, hallo, Nidoking. Nidoking, Bora. Dieses Pokémon benutzt im Kampf seinen kräftigen Schwanz, um damit Gegner K.O. zu schlagen. Oh yeah. Aber Leute, der Part ist vorbei. Ich würde sagen, guck mir noch mal kurz, welche Attacken ich schon mal beibringen wollen würde später. Okay. Und zwar, Nidoran wird halt später noch viel Ender lernen. Und seine vierte Attacke, also er bleibt bei Schaufler,
auf jeden Fall. Und bei Doppelkick, das werden seine auf jeden Fall Attacken sein. Und da ich eigentlich finde, dass Stärke keine schlechte Attacke ist, sie macht auch ganz guten Damage, habe ich gedacht, bringen wir Nidoking später Stärke bei. Und anstatt Schnabel, braucht er später, denke ich mal, nicht mehr. Kriegt dann ein Feelender. Und ja, bei Shiggy bin ich bisher nur bei Surfer und Biss hundertprozentig. Das sind so die Attacken, die er hundertprozentig behalten soll. Taubsi kriegt halt Fliegen definitiv beigebracht. Ich glaube, Shiggy dürfte noch Kaskade lernen. Wenn es Kaskade in diesem Spiel überhaupt schon gibt. Ich glaube nämlich nicht, das ist das Problem. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kriegt er halt, denke ich mal, dann noch Kaskade beigebracht. Und ansonsten weiß ich noch nicht die vierte Attacke. Mal gucken. Taubsi definitiv Fliegen. Stahlflüge. Ich liebe Stahlflüge als Attacke. Ruckzuckhieb und Aeroas. War so der Plan. Beziehungsweise halt dann Tauboss später. Smetbo bleibt bei Schlafpuder definitiv. Kriegt später Psychokinese und Silberhauch. Ich weiß gar nicht, ob es Psychokinese lernt. Doch. Nein, das sind gerade die TM-Attacken. Psychokinese lernt er nicht. Er lernt später mit 34 lernt Smetbo Psystrahl. Aber Psychokinese finde ich doch um einiges besser. Deswegen bleibt er bei Psychokinese. Oder kriegt er später Psychokinese. Und die vierte Attacke weiß ich noch nicht. Mal gucken, was sich da so ergibt. Was man da noch so behalten könnte. Und ja, dann haben wir noch zwei Teammitglieder, die aber noch nicht im Team sind. Das heißt, ich werde euch jetzt noch nicht sagen, welche Attacken das sind und welche Teammitglieder es sein werden. Aber gut, Leute, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mit den Attacken so zufrieden und stimmt mir dazu, dass es gute Attacken oder ganz gute Attacken für ein Team sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!